lasst uns wie die Kraniche sein, dass wir unser Möglichstes geben, die Starken in groß und die Schwachen in klein. Küsschen für seine Kaiserin. Matthias Platzeck, der alte und wohl neue Ministerpräsident von Brandenburg. Seine Umarmungsstrategie macht vor einer Stasi-belasteten Politikerin nicht Halt. Historiker warnen vor der rot-roten Liaison. Einstige Stasi-Spitzel werden salonfähig gemacht. Das Ende der Diktaturaufarbeitung werde forciert. Kerstin Kaiser kann singen, aber sie gehört an keinen Kabinettstisch. Weil sie mit ihrer Vergangenheit nicht ehrlich umgegangen ist bisher, weil sie immer noch Dinge verheimlicht, die geschehen sind, und weil sie als Symbol steht dafür, dass es jetzt zum Schlussstrich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit kommt. 20 Jahre nach dem Aufstand gegen das SED-Regime verblasst die Erinnerung an die Diktatur. Gerade deshalb darf eine Machtausübung von Linken, die mit der Stasi kooperierten, jetzt nicht zur Normalität werden. Opposition ist auch eine Bewährungsprobe. Es gibt keine Ausgrenzung von Frau Kaiser oder anderen ehemaligen Stasi-Leuten, die in ein Parlament gewählt werden. Sie beziehen ihre Diäten, sie können Opposition betreiben, sie können machen, was sie wollen sozusagen, aber sie haben natürlich kein Anrecht, Minister zu werden. Die Fakten. 1979 beginnt Kerstin Kaiser alias IM Katrin als Studentin in Leningrad ihre Geheimdienstkarriere, berichtet hemmungslos, so ihre Führungsoffiziere, über anstößige Werbung, jähzornige und egoistische Genossen, Nickis auf bloßer Haut, politische Unzuverlässigkeiten, Intimes und über einen Juden. Nach 1989 macht Kerstin Kaiser Karriere in der PDS, wird stellvertretende Parteivorsitzende, kandidiert 1994 erfolgreich für den Bundestag. Kerstin Kaiser, 6052. Yeah! Doch Ausmaß und Umfang ihrer Zusammenarbeit mit der Stasi verschweigt sie bis heute. In der Partei genauso wie in der Öffentlichkeit. Mir sind erst im Laufe der Tätigkeit, im Laufe der Zusammenarbeit mit dem MFS in Leningrad, im Laufe meines Studiums, auch Zweifel gekommen an der Berechtigung dieser Zusammenarbeit. In den Akten steht das anders. 1983 wollte Kaiser wegen ihrer Schwangerschaft nicht auf ein totes Gleis gestellt werden und bestand auf einer weiteren Zusammenarbeit mit dem MFS. Erst auf Beschluss der PDS-Bundestagsfraktion legt sie 1994 ihr Mandat nieder. Doch sie verzichtet auf eine ehrliche Aufarbeitung. Noch 2001 heißt es, sie habe nicht in einer Spitzelrolle gelebt und nur berichtet, was öffentlich war. Dass ihre Informationen mehrfach an den russischen Geheimdienst weitergeleitet wurden, mit unabsehbaren Folgen für die Betroffenen. Bis heute dazu kein Wort von ihr. Sie ist übereifrig, sie möchte immer vorne wegstehen, aber sie hat es nicht geschafft, sich ohne Wenn und Aber zu entschuldigen bei den Opfern, die sie bespitzelt hat. Kerstin Kaiser war eine überzeugte Zuträgerin des MFS. Herbst 1984. Als Russischlehrerin an der Parteischule Karl Liebknecht in Kleinmachnow gehörte sie zur Nomenklatur. In der Parteischule zu spitzeln war dem MFS untersagt. Kerstin Kaiser hätte aussteigen können, doch IM Katrin entwickelt, laut Stasi-Akten, Aktivitäten, um die Zusammenarbeit fortzusetzen. Erst 1988 wird die Akte Katrin endgültig geschlossen. Neben Kerstin Kaiser stehen drei weitere ehemalige Stasi-EM an der Spitze der brandenburgischen Linken. Keiner hat sich bis heute für seine SED-treuen Tätigkeiten öffentlich und wirksam entschuldigt. Der Geist der kleinen DDR lebt wieder auf. So sprach sich jetzt Martina Weihrauch, Chefin der Landeszentrale für politische Bildung, erneut für Kerstin Kaiser als Ministerin aus. Weihrauch war selbst SED-Kader, lobte 1987 in ihrer Dissertation an der Akademie für Staat und Recht den umfassenden Rechtsschutz durch das DDR-Strafrecht. Wenn so eine Frau, die ehemalige Stasi-Spitzelin Frau Kaiser, für ministerfähig hält, ihr die Hand reichen will und das auch noch Versöhnung nennt, dann sehen Sie, wie sozusagen die Bereinigung der Vergangenheit von Verstrickten geschieht. Verstrickten reichen ebenfalls Verstrickten die Hand und nennen das Versöhnung. Die Liaison Kaiser-Platzeck, ein Weg in die Vergangenheit. Ein verhängnisvolles Signal über Brandenburg hinaus.